Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Der ganze Schlamassel begann im Grunde sogar eine Woche früher. Und zwar an einem lauen Maiabend zu Hause bei Philipp Rösler. Der kerngesunde Hoffnungsträger ragte ca. 1,80 Meter hoch aus seiner eigenen Terrasse heraus und dachte über sein Leben nach. Er war mit sich und der Welt mehr oder weniger im Reinen. Philipp Rösler hielt einen alkoholfreien Mai Tai in der Hand und überlegte, was ist wohl der beschissenste Job in ganz Deutschland? Fäkaltanks von innen mit dem Lappen auswischen? Zugbegleiter bei der Bahn AG oder Pressesprecher von Dirk Niebel? Philipp Rösler musste grinsen, als er über Dirk Niebel als Zugbegleiter in einem Fäkaltank sinnierte. Noch wusste er nicht, dass in wenigen Minuten Christian Lindner anrufen würde und sagte, er, Philipp, müsse Parteivorsitzender der FDP werden. In dem Moment, als es dann wirklich geschah, dachte Philipp Rösler, oh Scheiße, der hätte ja als Kind genauso gut in Vietnam bleiben können oder Minister bei Christian Wulff. FDP-Vorsitzender, das könnte man als Stellenanzeige 3 Jahre lang auf dem Arbeitsamt in Finsterwalde aushängen, ohne dass sich einer darauf meldete. Den Job hätte nicht mal Jesus freiwillig übernommen und der war sich, weiß Gott, für nichts zu schade. Na, höchstens vielleicht Felix Magath. Die ganze liberalen Bande jeden Tag den Hügel raufhetzen, bis die 5%-Hürde im Sack wäre. Das denkt ein Philipp Rösler zwar, aber gesagt hat er, oh ja, das ist prima, Christian, dies ist der schönste Tag in meinem Leben. So geschah es dann wirklich am 13. Mai 2011, genauer gesagt am Freitag, den 13. Mai. Philipp Rösler ist zwar nicht abergläubisch, aber besser er wär's gewesen. So geschah es, dass dieser arme Mensch zum Vorsitzenden der FDP geopfert wurde. Während die Mehrheit der Delegierten frenetisch applaudierte, hauptsächlich weil dieser Kelch an ihr vorübergegangen war, sah man, wie Guido Westerwelle Rainer Brüderle einen 200-Euro-Schein zusteckte. Er hatte die Wette verloren. Rösler war tatsächlich so bescheuert. Und Brüderle, der Fuchs, hatte es gewusst. Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten.